Tatsächlich war das Atelier fast 2 Jahre geschlossen. Man blieb zu Hause. Nicht nur Sammler, Kunden, Interessierte, auch Kollegen und schließlich auch ich. Zu Hause am Niederrhein am Küchentisch entstanden in der Zeit ab 2020 ziemlich viele Stencil-Bilder. Dort konnte ich die Stencils mehr oder weniger bequem ausschneiden. Und nun, nach 2,5 Jahren, geht es auf einmal weiter. Angefangen mit unserem offenen Atelier im Mai 2022. Über eine Ausstellung in einer restaurierten Mühle in der Nähe von Mönchengladbach, bei der Open Art Viersen bis zu einigen Gruppenausstellungen im gesamten Bundesgebiet und einer großen Einzelausstellung beim Kunstverein Nordhorn in Niedersachsen. Ich atme durch. Die Kunst hat mir nicht gefehlt. Die Kunst ist immer da. Ich habe einen zu regelmäßigen Malturnus, als dass ich meine Kunst, meine Arbeit vermissen würde. Aber meine Bilder wollen angeschaut werden, wollen live und nicht nur im Social-Media-Bereich wahrgenommen werden. Meine Bilder möchten etwas von der Welt sehen, bevor sie im Keller verschwinden oder übermalt oder gar verkauft werden. In den letzten 2,5 Jahren habe ich bemerkt, wie viel mir nicht nur meine Bilder, sondern auch das Kunstpublikum bedeutet. Selbst das Publikum mit dummen Kommentaren. Alles ist besser als verstummen. Das habe ich gemerkt, als ich letztes Jahr eine wunderbare Einzelausstellung in Eupen, Belgien hatte. Ein Lichtblick in dieser Zeit. Die Themen scheinen mir nicht auszugehen. Daran konnte auch die Pandemie nichts ändern. Und so male ich weiter und hoffe, dass auch Sie mich einmal in unserem Atelier besuchen werden. Oder vielleicht komme ich ja auch mal in Ihre Stadt. Na, wie wäre das? Herzliche Grüße, Ihr Malte Sonnenfeld. Das einzige Lob, was man einem Künstler erweisen sollte, ist, seine Bilder zu kaufen und ihn dann auch noch weiterzuempfehlen. Auguste Renoir und Malte Sonnenfeld.